Der Trend der kulinarischen Kultur geht immer stärker hin zu unverfälschten Produkten. Der würzige Zieger, der weltberühmte Kräuterkäse aus dem Glarnerland, kommt da gerade richtig. Naturbelassene Rohstoffe, würzige Aromen und traditionelle Verarbeitung sind gefragt. Nur das Beste ist den Profis am Herd gut genug für ihre verführerischen Gerichte. Was nicht heißt, dass es teuren Luxus braucht. Aber Naturprodukte statt technisch perfekte Massenware ohne Geschmack. Essen ist nicht einfach Ernährung. Es ist ein Stück Kultur im Alltag. Die Zeit für Entspannung und Sinnlichkeit. Da kann der würzige Glarner Kräuterkäse mit seinen 1000 Jahren Vergangenheit ein Gewörtchen mitreden. Andere sagen, ein richtiges armer Leute gekriegt, haben da vor euch. Wie ist das? Von uns im Glarner Land. Ja. Aber das ist ja so gut und so speziell, dass sich das bis in den besten Küchen reingemausert hat. Mhm. Das haben ja eigentlich schon die alten Handelsleute im 16. Jahrhundert haben das gemerkt, dass die Natürlichkeit und Qualität so gut ist. Zigger ist nicht nur gut für Geschichten, Zigger hat auch Geschichte gemacht. Zigger ist der erste geschützte Schweizer Markenartikel. Im 8. Jahrhundert wird der damals noch weiße, ungewürzte Zieger das erste Mal erwähnt. Die Glarner waren Untertanen der Klosterfrauen in Säckingen. Ein Teil des Ziegers mussten sie ihnen als Steuern abliefern, den Zehnten. Nach dem Loskauf aus der Herrschaft der Klosterfrauen 1395 mussten die Glarner Bauern den Zieger loswerden, den sie nun nicht mehr als Steuern ablieferten. Ziegermannli machten sich auf den Weg und bereisten ganz Europa. Heiter oder weiter? Alter, guter, harter Glarner Schopfzieger! Ich kann da raus! Ich kann nicht Tommy! Ich kann die Allwände an den Knien und der rote Knüt verhieren! Der Zieger war im 17. Jahrhundert von Lissabon über Rotterdam bis St. Petersburg ein begehrter Genuss für den verwöhnten Adel. Die Folge war eine Produktion im großen Stil. Damit die Qualität garantiert werden konnte, es gab einige Panscher unter den Käsern, machte die Glarner Regierung den Zieger 1463 durch einen staatlichen Erlass zum ersten Markenartikel der Schweiz. Das echte Ziegerstöckli prägt seither ein Gütesiegel. Wenn der Zieger mit diesem Stempel ausgezeichnet wird, hat er einen langen Weg der Reife hinter sich. Den Rohstoff für den Zieger liefert die abgerammte Kuhmilch. Neben 9 Talkäsereien liefern 53 Alpkäsereien im Kanton Glarus, 13 im St. Gallischen und eine Alp im Kanton Uri den Rohzieger. So wie er vor rund 1000 Jahren verzehrt wurde, ohne weitere Zutaten und Veredelung. Früher wurde die Milch mit allen möglichen Mittelchen zum Scheiden gebracht. Mit Brennnesseln, Brotrinde, saurer Schotte, ja sogar mit Zitronensaft. Heute kommt der Ätscher oder Sauer, wie die Zugabe zur Scheidung genannt wird, von speziellen Kulturen. Sonst ist fast alles beim Alten geblieben, vor allem auf den Alpen. Vorsichtig wird der Ätscher in die 95 Grad heiße Milch eingerührt, dosiert wie das Öl bei der Mayonnaise. Man gibt auch den Schotter auf die Seite.
wo man dritt und noch mit der Schulter ertränken, oder? Und dann bis zum anderen Tag tut sich dann die Säure wieder vermehren, oder? Nach dem Scheiden setzt sich der Kuchen auf den Boden. Wenn er noch handwarm ist, schöpft der Senn den Zieger in Gäpsen, wo die Molke zum großen Teil abfließen kann. In Holzfässern macht die Masse eine Milch- und Buttersäuregärung durch. Nach 3 bis 4 Wochen ist es soweit. Der Senn füllt den Zieger in Säcke ab und schickt sie an die Geska in Oberurnen zur Veredelung. Seit 1924 kontrolliert die Geska, die Gesellschaft Schweizerischer Kräuterkäsefabrikanten, die Herstellung in jeder Phase. Sie ist als Ein- und Verkaufsgesellschaft für die Vermarktung des berühmtesten Glarners der Welt zuständig. Ihre beiden Betriebe sind für die Veredelung des Rohziegers zum Schabziger verantwortlich. Also Produktion der Rohzieger wird kontrolliert mit Hilfe vom Ziegerinspektor. Der Ziegerinspektor fasst Vorprobe auf der Alp. Die werden hier und im Labor analysiert. Die Resultate gehen wieder retour zum Ziegerinspektor und er gibt die nötigen Anweisungen oder weiteren Anregungen für den Gärungsablauf, Ausreifung oder auch für die Ablieferung. Als erstes wird der Zieger in den Geska-Betrieben nochmals geprüft. Danach wird er sofort gesalzen, um den Gärprozess zu stoppen. Mindestens 4% Salz muss er enthalten, damit er nicht verdirbt. Der Rohzieger wird mit Granitsteinen zermahlen. Kollergang heißt diese Mühle bei den Fachleuten. Als nächstes wird der Rohzieger in Silos gefüllt und gestampft. Es darf keine Luft eindringen, die ihn verderben kann. Während er im Silo 3 bis 4 Monate reift, verliert er nochmals Wasser. Der Zieger wird dabei sehr kompakt. Zur weiteren Veredelung muss er deshalb im Mahlwerk wieder zerkleinert werden. In der Zwischenzeit ist von den 3 Bauern aus Lachen am Zürcher Obersee der Blauklee geliefert worden. Sie betreiben eine aufwendige Kultur. Kein Unkraut darf im Klee sein, das den Geschmack verändern könnte. Das Glarner Schabziger-Rezept ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es braucht nur noch in Form gepresst und verpackt zu werden. Immer mit der Ruhe. Maschinen können nie die ganze Arbeit übernehmen. Vieles wird noch von Hand gemacht. Die gängigsten 2 Formen laufen wohl durch den Press- und Verpackungsautomaten. 3 Stöckli-Größen werden aber noch von Hand ausgeformt, 1 gar noch manuell verpackt. Von 133 Gramm gewürzter Schabzigermasse bleiben da am Schluss für die Liebhaber in der ganzen Welt noch 100 Gramm getrocknetes Ziegerstöckli. Jedes Jahr werden in den beiden noch aktiven Betrieben die fast 600 Tonnen Rohzieger zu gut 450 Tonnen aromatischem Schabziger verwandelt. Die Hälfte der Produktion geht in 46 Länder in allen 5 Kontinenten. Bis Australien und in die USA verschickt Geska Ziegerstöckli und Ziegerpulver. Je fast 100 Tonnen Schabzieger und damit den größten Anteil am Export verzehren die Deutschen und die Holländer.
Regelmäßig lassen sich auch einige Auslandsschweizer mit Sehnsucht nach den Gerüchen ihrer Heimat, ihre Ziegerstöckli bis nach Kanada, Chile oder Afrika schicken. Transport- und Reisestrapazen können dem würzigen Zwerg nicht viel anhaben. Als Gewürz, Medikament oder einfach zum Genuss bewährt sich der harte Kerl vom Nordpol bis zur Südsee. Wie heißt das Städtli, das det Friedli am Glarnisch liegt? Glarus heißt es, seit alter Zeit. Die gibt's noch Gemütlichkeit, denn Glarner sind frohe Leute. Komm, komm, schau, es ist nicht weit. Warum ist Glarner Land in der ganzen Welt bekannt? Ja, nur wer?